meine Damen und Herren. Willkommen zum heutigen CSGO Overwatch ohne Fates-Cam. Denn die will jetzt gerade irgendwie nicht mehr, seitdem das letzte Windows-Update geladen wurde. Muck drum. Ich hoffe, dass ich die so bald wie möglich wieder an den Start bringe. Falls nicht, wäre das kacke irgendwie. Also es kann nicht sein, dass es nicht geht. Es muss gehen. Nur habe ich jetzt nicht genug Zeit gehabt, ewig lang rumzukacken mit dem Teil. Also ich habe natürlich schon versucht, die wieder anzubinden, aber es möchte nicht. Also Sperling und ich haben eben auch ein bisschen COD aufgenommen. Und da eben auch schon aus, ja, aus Zwang dann eben ohne Facecam. Und ja, das muss ich auf jeden Fall noch fixen. Was macht er denn hier? Das ist ein richtiger Lurch, oder? Kann das sein? Wie er da am Ende auf die Köpfchen drauf zielt. Ist das denn die Möglichkeit? Ich glaube eher nicht. Oder vielleicht doch? Nein, nein. Der Stream gestern war echt edel. Hat richtig Bock gemacht. Wir haben auch wieder, gut, jetzt nicht extrem lange gemacht. Aber bis um 2:30, 3 waren wir am Rotieren. Oder sogar noch ein Ticken länger. Ja, genau, wir haben noch TTT gespielt. Stimmt. Ich glaube, es war 3:30 oder sowas, als wir dann schlussendlich ausgemacht haben, beziehungsweise gehostet haben. Und ja, kurz darauf bin ich dann auch ins Bettchen gefallen. Es gab noch ein paar Sachen, die ich machen musste. Ja, wie eben auch dann dieses scheiß Windows-Update. Naja, man kennt's, ne? Man kennt's halt einfach. Das Windows-Update kommt und zerfickt dir einfach dein Settings. Alles, was eben noch ging, ist jetzt kaputt. Dein PC ist nicht mehr brauchbar, beziehungsweise nicht mehr in dem Sinne brauchbar, wie es die ganze Zeit möglich war. Ihr wisst ja, ich hatte sowas, so ein verheerendes Update schon einmal. Da war es aber wirklich richtig schlimm. Da konnte ich dann nichts mehr aufnehmen und auch keine auf Half-Life basierenden Spiele spielen. Oder eben auf der Source Engine so. Das war eine ganz eklige Sache. Und sobald ich OBS angemacht habe, war alles noch schlimmer. Ja, da hatte ich dann aus dem eh schon ruckeligen Spielerlebnis, dass das Update gebracht hat, dann fast überhaupt keine FPS mehr. Sobald OBS nur an war. Nicht, dass es was aufgenommen hat oder so, sondern nur wenn es an war, ging nichts mehr. Also es gab da schon diverse blöde Sachen. Und jetzt ist der Spaß halt auch wieder da. Naja. Aber ich denke, mit ein bisschen rumgefummelt kriegt man das auf jeden Fall wieder hin. Was machen die hier für eine Auf... Ah, jetzt teilen sie sich richtig auf. Okay, 2-1-2. Ich schau mal nach den Stats. Wir gucken mal, wie es hier so aussieht bei denen. Aha, okay. Suspect ist auf jeden Fall am Reinregeln. Mit 29 Kills. Der Rest kommt aber auch gut hinterher. Also ich würde das nicht sagen, dass die Stats jetzt hier großartig krass aussehen. Da kriegt er wieder einen sehr schönen Headshot hin. Und, oh, was hat er denn da eben vorgehabt? Ach Gott, jetzt schießt er weiterhin auf die Leiche. Oh, 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 Monsieur. Da ist das Fadenkreuz aber doch sehr, sehr, sehr stabil Richtung Kopf und auf Kopfhöhe auch geblieben. Haben wir ja etwa Dr. Hex am Start. Oh, wie er eben rübergezogen ist. Ja. Ja gut, heute haben wir scheinbar nicht einen schönen Fall. Aber man kann auch nicht immer gute Fälle haben. Ich glaube, der letzte war ganz gut, die letzten zwei. Ich habe die letzten paar Overwatches auch am Stück aufgenommen. Das ist jetzt auch über 2 Wochen her. Da habe ich, glaube ich, 4 oder 5 auf einmal aufgenommen. Deswegen ist jetzt auch gerade schwierig zu wissen, was ich da gedrückt habe alles. In den letzten paar Fällen, weil die halt auf einmal kamen. Oh, Alter, komm, er ist aber auch echt hart am Übertreiben, oder? Guck dir das doch mal an. Das ist wirklich so ein Professor Dr. Hosenschiss. Das ist doch Wahnsinn. Er möchte gebannt werden, also zwingend. Er weiß genau, ich will heute noch den Bann auf die Nase bekommen. Und das restliche, das ist sein restliches Aim, sein Crosshair Placement und so weiter, ist so eklig. Naja, haben sie die Bombe, der letzte ist ja eh da hinten im Eck drin. Ja. Die Windows-Updates, die können echt einiges kaputt machen, leider. Das hatte ich früher nie. Ich hatte früher nie irgendwelche Probleme mit Updates. Jetzt so im generellen Sinne und schon gar nicht mit Windows-Updates. Ich meine, es waren Dinge dann zwar anders, es wurde irgendwas geändert, Icons waren anders oder Funktionen wurden hinzugefügt. Sowas ist eigentlich nie schlimm. Aber so die letzten 1,5 Jahre hatte ich echt schon richtige Reißer. Also wirklich Sachen, wo ich einen halben Tag lang nachreparieren muss. Also nachdem ein Update alles eingerissen hat, wo ich erstmal wieder alles anpassen musste, dass es so geht, wie es ging. Und das ist natürlich nicht so schön. Was versucht er jetzt hier? Möchte er gerade so tun, als wenn er nicht wüsste, wo der Letzte ist? Und vor allem, er kniet rum, schaut die ganze Zeit auf den Boden, auf die Kante und so weiter. Was soll das? Was treibt er da? Was ist das für ein Mensch, der dann so rumdümpelt?
Ich meine, man kann ja kaum dreister rumwurschteln, wie er es macht, außer wenn man jetzt halt noch mit dem Spinbot oder so rumtanzt. Von daher kann ich es halt überhaupt nicht verstehen, dass er dann trotzdem so Momente hat, in denen er versucht, jetzt nicht zu übertreiben und ihn nicht einfach durch die Wand zu killen, obwohl er sehr wahrscheinlich weiß, wo er ist und so weiter und so fort. Ne? Also, was für Gedankengänge gehen da eben durch? Dachte er jetzt echt, ist jetzt hier drin? Close? Oh Mann, das ist echt Dödel. Heide, nein. Jetzt will er unbedingt noch in die Mitte rennen, um noch ein bisschen was zu schnitzeln. Also, ich weiß nicht, wie die Historie war des Spiels, aber... also, wie es bei ihm jetzt im Speziellen so war, was er anhatte, was er nicht anhatte. Aber es scheint so, als wenn sie ja noch eben waren, sie ja so circa gleich auf. Und erst jetzt, seitdem wir reinschauen, sind sie am Gewinnen. Also, möglicherweise ist er jemand, der es auch überhaupt nicht verkraftet, dass das andere Team besser als seins spielt. Pass mal auf, was er jetzt mit der Aug macht. Na? Oh, er geht zurück. Ich dachte, er hält jetzt einfach voll rein. Auf, komm, hopp. Also ja, wie gesagt, die Gedankengänge kann man so schwer nachvollziehen. Dieses, okay, in drei Spielen habe ich komplett obvious draufgelockt und mein Fadenkreuz ist mit einem kleinen Versatz direkt auf dem Feind, an seinem Kopf. Es folgt ihm linear und so weiter. Ne? Also wirklich offensichtliche Dinge. Und dann wieder so, oh, ich muss mich zurückhalten. Oder geht dann da einfach irgendwas nicht? Nee, das kann da nicht sein. So wie er läuft und spielt, ist es ja dann tatsächlich so, dass er sich scheinbar auf einmal zurückhält. Was ist da los? Und warum dauert das Overwatch Ewigkeiten? Also, eben schon beim Laden. Ah, achso, er ist jetzt auch noch AFK. Eben beim Laden hast du schon ultra viel. Also, ich hatte noch nie so ein langgeladenes Overwatch. Was eben auch dafür spricht, das zeigt, dass es wohl eher länger geht. So ein Wingman Overwatch. Ach so. Das ist eher jetzt ohne seine Hilfen. die Wingman Overwatches zum Beispiel, die ja sehr kurz gehen, die sind natürlich auch extrem klein. Von der Datenmenge her, das geht schnell, aber das hier hat echt ewig geladen. Bin ich wirklich gespannt, ob er jetzt gleich noch Runden ausspielt. Ich will euch jetzt hier nicht ewig lange festhalten. Guck mal, er glotzt die ganze Zeit. Habt ihr das gesehen, wie oft er jetzt eben schnell... Oh. Schade, dass die Webcam, die Facecam-Webcam nicht geht. Ich bin gerade vollkommen entzückt von seiner Scheiße, die er da macht. Was ein Hund. Was ein verschissener Hund. Wie immer wieder auch kurz so durch die Wände. Festhängt. Er hängt so richtig. So blub. Oh. Pass auf, was macht er jetzt mit ihm? Lässt er jetzt seinen Mate vor, weil es ist etwas obvious, wenn er den auch noch holt. Oh. Oh Mann. Auf Hopp, renn durch. Ah, okay, das war's schon. Ja, hier bin ich jetzt wirklich, glaube ich, nicht hinterm Berg gehalten mit meiner Meinung über seine, oder mit meiner Vermutung. Ihr könnt natürlich trotzdem sagen, was er so im Genauen hatte oder nicht hatte. Wall, Aim, beides, nur eins davon. Würdet ihr Grief drücken wegen der einen halben Runde, in der er rumgestanden ist, oder eher nicht? Wie sieht's aus? Wir sehen uns dann im morgigen Video wieder. Da gibt's dann hoffentlich wieder was Dickeres und vor allem hoffentlich was mit Facecam. Verschissel noch im Moldo. Gestern im Stream war es genauso. Wir sind am Hustlen und es kam ganz am Ende dann noch jemand rein, der auch interessiert war am Stream und so. Und dann habe ich auch einfach nochmal die Webcam angemacht. Komm, zack, ich hatte sie schon aus wegen Borderlands. Da chillen wir dann lieber ohne Webcam rein. Ja, aber da habe ich gesagt, komm, ich muss mein Face einfach nochmal zeigen, dass er sieht, mit wem er es zu tun hat. Ja, ich denke, das ist schon wirklich ein wichtiger Punkt hier, gerade in den Videos. Und jetzt habe ich das Ding donate. Ach Gott. Leute, bis dann. Haut rein. Ich drücke jetzt. Ciao, ciao.